Hallo liebe Filmfreunde, hier sehen Sie gleich die Filmkritik zu Jackass 3. Es dauert noch einen kleinen Moment, weil Holger ist gerade auf Toilette. Ah, da höre ich ihn schon. So Mario, jetzt geht's los. Guck mal, was ich hier auf dem Klo gefunden habe, was Leute so liegen lassen. Wa? Ist doch unglaublich. Oh. Ja. Puh. Du kannst aber froh sein, dass du da nicht reingetreten bist. Du bringst das auf ein ganz neues Level. Yep. Und wie er sich darüber freut. Oh, oh Scheiße! Wir üben heute mal ein bisschen Tontaubenschießen. Los! Der Weihnachtsmann hat gestern ein bisschen gesoffen. Das dürfte also unangenehm werden. Jackass 3D. Alter, wie geht's dir? Gut. High five. Die Jungs von Jackass sind zurück. Zum dritten Mal gibt's jetzt einen Kinofilm, der nur auf DVD erschienen ist. Und sie sind sich treu geblieben, kann man sagen. Ja, sie sind nach wie vor gnadenlos, was ihre Selbstexperimente angeht. Es ist ekelhaft, es ist unglaublich, was man da zu sehen bekommt. Völlig durchgeknallt. Durchgeknallt, ja. Also es ist schwierig natürlich jetzt darüber immer zu streiten, weil einige finden die Filme total bescheuert und können überhaupt nichts damit anfangen. Wir gehören beide zu denen, die das total lieben. Also ich habe im Kino schon herzlich gelacht über diesen Film und auch jetzt zum zweiten Mal gucken auch nochmal, weil es so verrückt, was die machen. Im Kino war es ja noch extremer, da lief er sogar in 3D. In 3D, stimmt, ja, genau. Sie müssen sich vorstellen, sie werden zum Beispiel in ein Dixi-Klo eingesperrt und da ist eine ganze Kiste voller Scheiße mit dabei. Und dann wird das Dixi-Klo mit so sprungfedernhaft quasi... Wie so ein Bungee. Wie so ein Bungee, genau. Nach oben gejagt. Und sie werden mit der gesamten Scheiße durcheinander gewirbelt. Und ja, solche Experimente werden da eben gemacht. Da typisch natürlich das totale Kotzen. Ne? Und dann auch nochmal eine richtig schöne Zeitlupe. Die Scheiße spritzt da und das fliegt da und alles. Und generell dann auch, die ziehen da teilweise Stunts ab und... Und also da gab es auch schon Knochenbrüche gegeben während der Dreharbeiten und so, die zeigen sie dann auch und so. Oder sie verkleben sich gegenseitig mit Sekundenkleber. Und dann kommen sie nicht mehr auseinander und reißen sich dann auseinander und durch die Körperbehaarung schmerzt natürlich. Oder sehr geil ist auch eine Szene mit dem Düsenjet, mit der Turbine. Vom Flugzeug, ja, ne? Genau. Werfen sie dann da so Sachen rein und bombardieren sich damit mit Bällen und Obst und Gemüse und Mehlsäcken, also völlig gestört, die Jungs, ne? Ja. Wie man sie halt kennt. Ne? Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. Und es sind halt professionelle Standmänner, die das machen, also die wissen eben auch, was sie tun, ne? Ja. Deswegen wird auch immer wieder davor eindringlich gewarnt, bitte nicht nachmachen. Diese Szenen nicht nachzumachen. Immer groß auf den DVDs drauf. Weil das müssen eben auch Profis machen, die wissen, was sie tun. Ja, ja, also Jackass 3 ist jetzt der dritte Streich dieser Filmreihe. Mhm. Es gibt bereits den ersten und den zweiten. Mhm. Das sind diese hier. Und es gab auch zu Jackass 2 schon noch einen ergänzenden Film, der hieß Jackass 2.5. Da hat man nochmal die nicht verwendeten Szenen quasi als Extrafilm veröffentlicht. Und das plant man jetzt auch bei Jackass 3, also auch 3.5. soll demnächst als extra DVD auch noch erscheinen. Über eine Stunde halt. Also jede Menge Jackass. Und die MTV-Serie gab es ja auch noch. Die kann man auch noch auf DVD erwerben. Also wer auf so einen Kram steht, der bekommt hier jede Menge zu sehen. Genau. Genau. Mhm. Ja, also ich weiß, viele können damit nichts anfangen. Wie gesagt, ich gebe Jackass 3 9 Punkte. Mhm. Ich finde das total witzig. Habe sehr gelacht bei den Filmen. Es ist wirklich sehr teilweise sehr ekelhaft, aber auch das ist ja irgendwo lustig in gewisser Hinsicht. Die Extras sind auch ganz witzig. Mhm. Es gibt hier noch einen Director's Cut auf der DVD und noch ein paar Extras, ein bisschen Making-of und so. Und insofern gibt es da auch 7 Punkte von mir. Mhm.
Ja, ich gebe dem Film 9 Punkte. Ich habe einen Punkt abgezogen für den Ekelfaktor. Also der ist in dem Film so extrem. Und deswegen dachte ich, naja komm, 9 Punkte ist aber auch in Ordnung noch. Ne? Ja, also genau. Wie gesagt, mir hat der Film wie Spaß gemacht. Ich habe Tränen gelacht. Ja. Wie Holger schon sagte, ein Extra sind auch einige Sachen drauf. Recht gut bestückt. Da gibt es von mir 8 Punkte. Ja. Ne? So sieht's aus. Ja. Holger, jetzt nimm doch mal bitte dieses Scheißtuch hier weg. Da. Warum denn? Das ist doch die andere Seite verwendbar. Nichts verschwenden hier. Ich muss sowieso gerade nochmal. Ah.